keine privaten Fragen stellen. Okay. Ich gebe mir Mühe. Hey, alles okay? Guck mal, wie, das bist du in der Zukunft. Jeder Netrunner endet so. Hirn gefickt von irgendeinem Konzerneis. Sieht aus, als atmet er noch. Na, jetzt. Ich sehe, du versuchst den KT-Container zu machen. Für den Splitter ein. So, jetzt kann man einstecken. Gib mir einen Moment. Warte. Ich kann nicht. Wach auf. Ich brauche einen Moment. Was hat der gemacht? Das ist ja eher die Frage, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich hier war. Aber ich bin am Verhungern. Hm. Du hast Glück. Oben ist dein Restaurant. Ja. Ich weiß. Diese Düfte die ganze Zeit, das war Folter. Also warst du bei Bewusstsein? Teilweise war eher wie Winterschlaf. Was haben wir jetzt gemacht? Okay. Hab einen Blick auf deine Nachrichten geworfen. Spectral Kid hatte wohl recht. Ja, bin stecken geblieben. Wenn er das rausfindet, wird er sich sonst was drauf einbilden. Hast du ihn deshalb nicht um Hilfe gebeten? Falls dir peinlich war? Nein, weil ich im Subnet gefangen war. Mehr als die Lichter war nicht drin. Codekoffer? Wollen wir das nicht wissen? Keine Extras. Ah, du gut. Du willst doch bestimmt wissen, wer mich zu dir. Das wäre doch spannend gewesen. Wakako. Sie sucht immer nach Ausreden, mich zum Essen einzuladen. Du musst mich mal besuchen. Okay, weil sie unbedingt den Codekoffer haben will, ne? Habe ich dir nicht gerade den Arsch gerettet? Wir hören nie auf zu lernen. Und du musst nicht alles allein herausfinden. Danke. Ich denk drüber nach. Na gut. Wieso sind die wieder online? Oder sind die jetzt meine? Das ist ja nicht dein Ernst. Alter, die können ja nicht einfach angehen wieder. Ich habe so einen Schock gekriegt eben. So, hier noch irgendwas Schönes? Na, siehst du? Ja, ich sehe das ja nicht so gut. Das ist ja immer mein Problem. Teuro-Dollar, nice. Ich sehe das doch nicht, ob die rot oder grün sind. Das ist ja immer mein Problem an der ganzen Sache. Ich habe gehört, wie gut du das durchgezogen hast. Ja. Etwas anderes hätte ich auch nicht von dir erwartet. Auftrag abgeschlossen. Hätte ich auch nicht von mir erwartet. 6.000, das ist mal eine Nebenmission, die sich gelohnt hat. So muss es sein, so. So wünsche ich mir das. Levelaufstieg, so. Wir wollten das hier reinmachen, ne? Gesundheitspunkte. Schaden mit Fäusten, Rüllern. Dann Schaden mit Nahkampfwaffen wird um 1,5% erhöht. Konstitution, ne? 3 Millionen hattest du. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Erhöht Nahkampfschaden um 10%. Das ist doch auch nicht schlecht. Verbessert deine athletischen Fähigkeiten wie Sprinten, Schwimmen, das Packen von Gegnern sowie das Benutzen von Gegnern. Das ist doch nicht schlecht, ne? Alle Autos gekauft, alle Apartments und schon wieder 300k auf dem Konto. Boah, ist natürlich nicht schlecht so, aber Katana gilt auch als Nahkampf, ne? Brauchen die Punkte für Health?
Aber wo schicken wir die rein für Health? Ja, wir kommen schon auf 500. Also wird das irgendwann grün oder was, wenn wir da auf ein besseres kommen? Achso, die sind noch geblockt. Erhöht die Panzerung. Maximale Gesundheit. Ah, 15%. Okay. Verstehe. Okay. Verringert sämtlichen erlittenen Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube auch, Max ist heute richtig am Frighten. So. Okay. Nächster Gig. Ja. Gucken wir mal da. Wie weit ist der an 750 Meter? Können wir eigentlich auch hinsprinten, ne? Was denn da links? Nee, wir machen den jetzt da oben. Was, springen? Aber nee, wenn ich springe, klar, okay, dann kriege ich hier vielleicht auch Ausdauer, aber das dauert ewig, bis ich dann wieder runterkomme. Mit unseren Düsen, die wir haben. Na doch, wenn ich nur kurz mache, dann nicht. Dann springe ich immer noch ein bisschen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Konstitution. Ausdauer haben wir tatsächlich auch genug. Da haben wir Athletik gekriegt. Ich habe kein Problem. Ich bin total fröhlich und... Alter! Ey, lass mich runter! Was soll das? Und laufe im Hopserlauf durch die Gegend. Er hat uns mitgenommen. Wäre vielleicht sogar auch dahin gefahren. Ich hätte natürlich auch gucken können, aber... Aber ich hüpfe lieber durch die Gegend. Ich bin so glücklich. Entschuldigung, ich muss hier lang. Es dauert nicht mehr lang. Da tut ja schon irgendwann das Auge weh, ne, wenn man hier die ganze Zeit durch die Gegend hüpft. Alles so ein bisschen verschwommen. Vielleicht sollte ich mal diese Bewegungsunschärfe rausnehmen, wirklich. Die Grenzen dicht machen, ist meine Meinung. Sonst kommen aus diesen ganzen Scheißländern lauter Schmarotzer zu uns. Digga, du hast ja keine Ahnung. Oh. Mein Kind. Ja. Ich habe eine große Aufgabe für dich. Ich bin gespannt. Der Netrunner lebt noch. Aber was mit ihr geschieht, ist eine Frage der Zeit oder deiner Diskretion. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Alle kalt, okay. Es kommt auf dich an, B. Details findest du anbei. Oh, die hat so eine schöne Frisur. Entschuldigung. Die hat den Katana, das geht nicht. Du musst die Einzige sein, die einen Katana hat. Also soll ich ausziehen, weil die Tiger Claws sich hier breit machen? Nö, ich regel das. Ich bin gleich wieder da. Ich sag gleich Bescheid. Achso, ich soll die befreien. Ich dachte, ich soll die eher so... Was würde es ändern? Ja, aber dann. Es geht hier ums Prinzip, nicht die Wahrheit. Hallo.
Ich habe hier eine Wohnung. Hier links. Da hat jemand Geld fallen lassen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für das Sandevastan. Haben wir gut gelöst. Ja, leg dich mal schlafen. Schön schlafen legen. Ja, ja. Ich muss mich hier kurz umgucken. Ach, das ist er. Kühlmittel habe ich. Ja, was war denn hier? Ich dachte, hier muss ich rein, weil das sich nur mit Gewalt öffnen kann. Alter. Alter, was geht denn hier ab? So, Kühlmittel hatte ich ja schon eingenommen. Tommys Biografie. So. Wir werden nur ein bisschen gucken, was es hier noch so gibt. Handbuch einer Solo-Legende. Das ist quasi meine Biografie. Ja, man hätte ja auch von da kommen können, ne? So, Leute. Dann wollen wir mal. Körpertemperatur verringern. Wow, wow. Einfach so mitten ins Herz. Ich trenne die Verbindung. Ach da. Ja, ich muss erstmal das Terminal suchen. Ich dachte so, hä, wo ist das Terminal? An der Wand. Okay. Hier ist jemand. Ich spüre es. Alter. Komm raus! Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Da lang. Andere Seite. Aber wo kam die plötzlich her? Dann gehen wir halt hier runter. Die andere Seite da? Ja, okay. Sollte es wirklich so einfach sein? Ja, es ist so einfach. Vorne raus hätte ich doch auch rausgekonnt, oder? Da hätten wir jetzt die Fähigkeit, wenn ich Leute tragen kann, dass ich da was machen kann. Ja, toll, hier komme ich gar nicht raus. Ich glaube. Ich glaube nicht. Ja, so ist das halt. Diese richtig krasse wenig Verzögerung kriegst du erst, wenn du Partner bist, wahrscheinlich.
Ich habe das ja schon so eingestellt, dass es so wenig Verzögerung wie möglich gibt. Aber es hängt auch immer ein bisschen ab von der Verbindung, die man selber hat. Also nicht von meiner, sondern auch von deiner. Na, wenn, ja, ja, ist alles in Ordnung. So, die hatten wir ja schon. Und hier rein? Ich will dich nur ärgern, Max. Wir bringen sie natürlich in das Auto, was hier in der Luft schwebt. Das ist ja ganz klar. Da ablegen, ja? Ja, ich schätze mal, die nette Frau wird sie schon mitnehmen. Ich hätte sie auf dem Beifahrersitz oder hinten so reingelegt, sodass es so aussieht, als ob sie schläft. Aber nein. Digga, alles in Ordnung? Gut gemacht, meine Liebe. Ich bin zufrieden. Wir hören voneinander. Auftrag abgeschlossen. Wo kam die Person da oben her? Das frage ich mich. 6.000 wieder, siehst du? Genau. Mega gut. Bloß gut, dass sie nichts gesehen hat, als wir die hier ein bisschen gekitzelt haben, die Leute. Gut gemacht, mein Liebe. Ich sehe, dass du Arbeit ernst nimmst. Immer. Wir nehmen unsere Arbeit immer ernst. Ich lasse die ersten auf. Okay. Ja, ja, wir müssen jetzt zu einem anderen Gig. Das ist auf jeden Fall, aber... Guck mal den da. Ich glaube nicht. Du willst hier bestimmt eher zu so einem, aber Hauptcomputer, das wird es nicht sein. Hier haben wir nichts mehr, da oben auch nicht. Also das sind jetzt eigentlich alle, die wir noch haben. Dann nehmen wir jetzt den da. Hey, unter dem Ausrufezeichen. Max, die haben hier alle ein Ausrufezeichen. Die haben hier alle ein Ausrufezeichen. Unter dem gelben Ausrufezeichen? Welches gelbe Ausrufezeichen? Also das ganz links oder das? In Haywood, sag mal den Bezirk. Max, ich war auf mehreren drauf. Das funktioniert so nicht. So, also in Center, in Haywood, in Santo Domingo oder in Pacifica. Welches soll ich nehmen?